Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Build von Satisfactory. Im letzten Part haben wir den Kupferteil unserer Produktion aufgesetzt für die Motoren und im heutigen Teil werden wir uns mit dem Quickwire beschäftigen. Das heißt, ich habe hier schon mal einen Splitter gerade vorne dran gesetzt, der in der Mitte läuft dann halt voll. Der läuft halt auch mit 150% und dann verteilt sich der Rest auf den anderen Kram. Wir brauchen sechs Smelter, um auf die 90 Barren zu kommen. Ich habe jetzt aber mal kurz zurückgerechnet, wenn mich das nicht täuscht, brauchen wir für einen Barren quasi drei Erz. Das heißt, wir müssten 270 Erz durch die Gegend transportieren. Und da ist es doch einfacher tatsächlich, wenn wir die Barren schon direkt da unten, wo wir sie auch schon quasi vorproduzieren, also gerade produzieren, einfach genauso lassen und uns die Barren hierher karren lassen. Ich denke mal, dass das gar nicht mal so unsinnvoll wäre. Das heißt, wir würden uns einmal auf den Weg machen, den ganzen Murks hierher zu transportieren, aber nicht bevor wir uns hier einmal noch den Strom organisiert haben und da das Ganze hier mehr oder weniger so eine Konstruktion werden soll, machen wir das einmal hier und das einmal hier. Es sieht jetzt ziemlich dämlich aus, aber was ich machen will, ist quasi mal ganz kurz gucken, wie man das hier sinnvoll macht. Wahrscheinlich per Hand. Okay, das geht nicht. Das müssen wir also händisch machen. Einmal. Zweimal. Und dann können wir das hier drüben anschließen. So, schon sind die hier alle theoretisch funktionabel. Runtergekommen? Nee. Müssen wir einmal nach Iridiumerz scannen, damit wir wissen, weit wir laufen müssen von der Strecke. Und es ist ja fast schon da. Ja, das war jetzt relativ unkompliziert. Ah, da möchte ich eigentlich ungern runterspringen. Wir nehmen den langen Weg. Hier einmal kurz um die Ecke. Nehmen aber hier die Abkürzung. Ich denke, damit kann ich leben. Und der ist viel zu tief sogar geworden. Hätte ich gerade gar nicht gedacht.
So. Das hier ist nur ein Einser-Miner? Ja. Dann brauchen wir als allererstes, wie immer, zwei Portable Miners. Den einmal abzugraden. Dann brauchen wir 270. So, 4 und dann können wir den Rest hier quasi einmal abreißen. Wobei wir vermutlich am besten sogar hier was stehen lassen, weil wir haben ja quasi schon die Förderbandkonstruktion zu unserer Base. Das heißt, wir könnten zwei Smelter mehr bauen. Machen wir auch gleich, aber ich brauche jetzt hier einmal kurz Platz zum Bauen. So. 2, 4, 5, 6. Alles muss raus, alles muss weg. Außer dem Boden. Der nicht. Aber irgendwie sind wir heute gut da drin, Böden hier wegzumachen. So, Caterium. Caterium. Einmal. Zweimal. Beziehungsweise wir können hier eh gerade nicht mehr machen. Also ist das egal, weil wir unser Förderband sagt leider zum jetzigen Zeitpunkt. Nö. Und dementsprechend brauchen wir hier auch. Also hier drüben in diesen kleinen Stellen eigentlich nicht unbedingt, aber machen wir es gleich. Alles schnell. So. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, vier. So. Dann wird es Zeit, das Ganze einmal ganz oldschool zusammen zu merchen. Dann ist das sogar relativ unkompliziert gewesen, was wir hier gemacht haben. Jetzt reicht auch wieder das. Es ist halt einfacher, das jetzt hier einfach zu machen, als den ganzen Murks mitzuschleppen.
So, aber damit kommen 6 mal 15, also 30, 60, 90 Barren. Das ist doch schon mal schön. Dann sind wir hier eigentlich auch schon fertig. Unkompliziert. Ist es vielleicht schlau, sich hier einen Hypertube noch hinzusetzen? Zum Reisen? Ich glaube, das machen wir mal anders. Der jetzt gerade auch ganz gut funktioniert. Höchstens eine Leiter könnten wir da dran setzen. Aber das können wir auch beim nächsten Mal machen, falls wir hier nochmal irgendwann hin müssen. Dann jetzt folgen wir einfach unseren Barren einmal zurück. Das Problem ist, dass in unserer Basis jetzt natürlich unsere Sink, quasi unser komplettes Quickwire jetzt verbraucht, weil ja kein Nachschub mehr kommt. Das heißt, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen hier noch einen Smart Split dazwischen setzen. Und ein. Machen wir nämlich rechts. Overflow, Center. Das. Gut. Dann haben wir auch das. Weil ich glaube, dass wir hier gleich nochmal den Pylon umsetzen müssen zum Mist. Genau, weil wir haben jetzt nämlich das Problem, wir kriegen jetzt hier zwar 450 raus, müssen das aber quasi noch einmal auf zwei aufteilen. Das heißt, wir brauchen drei innen Splitter. Und hier dann Merger. Und wir brauchen dann folglicherweise auch. Wie schaffe ich es denn eigentlich immer, so ein Ding hier komplett zu versetzen? So. Selbes Prinzip. So, die Barren sind da. Okay. Das haben wir. So. Wie bauen wir das denn jetzt am besten? Jetzt kommen nämlich die Stelle, wo wir 12 Assembler brauchen. Am besten 2x6 wieder. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Könnten die hier quasi auch quer bauen. Hier drüber. Wollen wir das machen? Können es mal probieren. Also nochmal hier.
Dann brauchen wir das eventuell auch gar nicht. Da sind wir einmal ganz nach unten. Hiermit bin ich schon einmal ganz zufrieden. Ich meine, das war jetzt super unkompliziert, das einfach kurz ranzuschaffen. War jetzt auch nicht so weit weg. Könnte aber sein, dass wir mal neuen Zement holen müssen. Könnt ihr unten jetzt auch kurz so ein Ding hinsetzen, aber das schafft es auf gar keinen Fall, die Mengen zu produzieren, die wir gerade brauchen. So. Wie machen wir das am dümmsten? Ich glaube noch einen, wir brauchen genug Platz zum Splitten. So, 12 Stück it is. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11. Ja, einer fehlt noch. Das ist, glaube ich, die glatte Kante, ne? Nee. Und zwölf. Am coolsten wäre es jetzt, wenn wir jetzt hier quasi 1-1 immer und dann die beiden wiederum ins nächste. Frage ist nur, ob wir das hinkriegen, weil Stahlrohre können wir ja theoretisch tatsächlich genauso aufteilen. Glaube, wir sollten das so bauen. Dann ist das jetzt nämlich hier hinten relativ unkompliziert. Ich glaube, wir brauchen aber noch eine Ebene und wir brauchen auch auf jeden Fall verstärkte Platten. Das bedeutet an dieser Stelle, dass wir leider einmal zurück zu unserer Base müssen. Ich werde hier einmal wieder den Weg ein bisschen beschleunigen und dann sehen wir uns hier mit aufgefülltem Inventar wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Dank den Hypertubes ging das jetzt doch zum Glück gar nicht mal so langsam. Haben wieder einmal gut aufgefüllt. Und sollten damit jetzt, könnte ich jetzt hier quasi so ein bisschen mittig bauen. Das geht sogar, das reicht sogar. Nice.
die jetzt quasi genauso auf Linie. Ringen. Aufpassen, dass sie nicht runterfallen. Egal, was jetzt hier in nächster Zeit mit Motoren kommt, wir haben genug. Hier drüben nicht sogar symmetrisch gesetzt. Ja. Und hier drüben schon nicht mehr. So. Jetzt ja auch irgendwie immer schräger geworden. Interessant. Gut. Dann bauen wir einmal. Sollten uns das auch immer wirklich mittig stellen. Hier einigermaßen hübsch aussieht. Zack, zack. So. Ihr sollt produzieren Motoren. Moment, wir brauchen 10. Das heißt, wir müssen trotzdem zwei zusammenmerchen. So, lass mich hier einmal ganz kurz gucken nochmal. Hier kommen jetzt 12 Stück mit insgesamt 60 raus. Und wir brauchen natürlich nur drei Assembler dann insgesamt. Oder wir lassen die mit 50% laufen. Ich glaube, wir lassen die mit 50% laufen. Ob das funktioniert. So, dann ist das schon mal eingestellt. Dann brauchen wir 1, 2, die alle. So, 1, 2, 3. Nach hier weiter. Sieht gut aus. So, 1, 2, 3, 4. Den vielleicht noch. Okay.
So, selbes Prinzip hier. Oh, hiermit können wir auch, das habe ich auch, sehe ich auch zum ersten Mal, damit können wir später die Wanddinger auch quasi über die Auswähltaste bauen. Aber eigentlich möchte ich gerade nur eine Wand haben. Dankeschön. Hier weiß ich noch nicht, ob wir hier nicht was reinfahren. Das heißt, wir brauchen unter Power hier und einmal da. Und wenn man es jetzt sogar noch vernünftig gedreht hätte mit der Wand. Dann wäre das sogar eigentlich weniger nervig hier gerade gewesen. Okay. Stahlrotor. Quickwire Stator auch 5. Stahlrotor. Ein Stahlrotor. Stahlrotor. Einer. Stahlrotor. Einer. Stahlrotor und immer noch keiner. Stahlrotor und keiner. So, das haben wir theoretisch aufgesetzt. Jetzt kommt der schöne Teil. Wir müssen einmal aufteilen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Ich bin gerade zu blöd zum Zählen, sondern mal 3 Lichter, 4 Lichter, 5 Lichter, 6 Lichter. Das heißt, die 6 müssen zusammen. Und das wiederum bedeutet, wir brauchen 2 Dreier. Einmal. Einmal. Und am besten gehen da rein, da rein, da rein. Da rein, da rein. Möglichst immer einen freilassen. So. Dann das erste Mal Stahlrohre, die kommen von da hinten oder von da unten. Das heißt, wir nehmen erstmal die von hier unten.
Wir sind falsch rum. Das ist aber gerade erstmal egal. Die müssen nämlich erstmal in die Richtung. So. Und jetzt habe ich nämlich eine ziemlich gute Idee. Wir bauen jetzt hier Wand bis nach hier. Was wir dann machen können, ist mit dem hier, ob das hinhaut. Wir den noch einen höher setzen. Theoretisch ja, können wir. Müssen quasi bei dem hier in der Mitte landen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich hier das. Und dann können wir doch sicher hier einen Lift anbauen, der mittig ist, oder? Ist der mittig? Okay, das hat gerade besser geklappt, als ich es erwartet habe. Das hat ja gerade super gut geklappt. Das heißt, wir gehen wieder ein Stockwerk höher. Und bauen das einmal genauso nach. So, das muss in den rechten jeweils. Das heißt, von uns aus gesehen muss der Splitter auf die Seite. Und hier folglicherweise auch. Das heißt, ans rechte Loch und den drei. So. Und Logistics Walls gib mir eine Wand. Eine Wand. Zwei Wände. Mehr Wände. Wenn wir gerade dabei sind. So, ist auch egal. Die müssen von da oben theoretisch einfach nur rüber. Das heißt, wir brauchen doch Wand. Eine. Und natürlich brauchen wir auch wieder eine Leiter. Oh, das ist, sieht schon ziemlich sexy aus, muss ich sagen, wenn man die Dinger hier so einfach so an die Wand klatscht.
Das kriegen wir noch einen Tacken schöner hin. So, das sind die Stahlrohre. Stahlrohre check. Dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir als nächstes mit dem Kupfer weiter. So, das Kupfer muss in jeden ersten. In jeden ersten. Zwar über die komplette Reihe 12 Stück. Und wir brauchen auch so viel, dass wir das nicht auf zwei Förderbänder machen können. Das heißt, wir müssen hier quasi wieder splitten. Aber wir brauchen einen einzigen Splitter. Quasi. Bauen wir das mal so. Und von dem hier müssen wir jetzt den ersten, den zweiten und den dritten hier erwischen. Ist das korrekt? Ja, das ist gut. Das heißt, wir brauchen das hier. Also die Art und Weise, wie wir es jetzt natürlich bauen, macht es ein bisschen komplizierter, als es eigentlich sein sollte. Und das ist der erste. Wir müssen aber auch in den rein. Und den anderen bauen wir quasi jeweils mit einem. Mit einem Lift quasi. Behelfen wir uns da. So, aber nichtsdestotrotz, hier kommen 180 Draht pro Seite, die sich hier jetzt ja aber schon einmal aufteilen in 3 mal 60. Was? Ach du meine Güte, wir brauchen 24 Assembler. Und dann 12 quasi. Oh Gott, das ist ja kompletter Bullshit jetzt hier. Wir haben ja auch insgesamt 240 Stahlrohre. Das heißt, auf jeder Etage müssten es ja 120 sein. Passiert hier unten nichts mehr? Der ist voll. Wieso kommt keine Kohle mehr? Ist die nicht angeschlossen? Hä? Wieso mixt sich das denn? Kann mir das jemand erklären?
Gut, ich mir nämlich auch nicht. So, das tut wieder das, was es soll. Das auch. Das nicht. Das. Moment. Nö. Nö. Da bin ich jetzt irgendwie blöd. Ich habe das doch alles einmal extra macht, dass das hier nicht mehr der Fall sein soll. Vielleicht ist da doch noch irgendwo welches drin gewesen und wir haben es einfach nur nicht mitgekriegt. Aber die sollten jetzt hier eigentlich alle wieder laufen. Gut, nichtsdestotrotz ist das jetzt hier nicht unsere Baustelle eigentlich und dementsprechend müssen wir das Ganze, was wir jetzt oben einmal gebaut haben. Ach so, eine Sache wollte ich noch nachgucken. Nicht, dass wir uns jetzt hier verdingsen. So, hier kommen 20 pro Ding raus. Also 20, 40, 60, 80, 100, 120. Das heißt, wir können mit einem Ding 12 Stück betreiben. Damit haben wir vollkommen reingeintet. Und wir können oben noch einmal quasi neu das Ganze machen. Weil wir halt 12 pro Ebene brauchen, also 24. Das heißt, diese 12, die wir jetzt hier haben, werden komplett von einem Ding nur befeuert. Das bedeutet, ich reiße die komplette Ebene dahinter einmal ab. Und dann sehen wir uns, wenn ich das hier einmal neu strukturiert habe, im nächsten Part wieder. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen.